Zum zweiten Mal innerhalb von 5 Wochen wählen die Griechen ein neues Parlament. Umfragen zufolge hat der bisherige konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis gute Chancen auf eine weitere Amtszeit. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza, des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras, liegt weit dahinter. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil sich die Parteien nach dem Wahlgang vor 5 Wochen nicht auf eine Koalition einigten. Aus der Abstimmung am 21. Mai waren die Konservativen als klare Sieger hervorgegangen, hatten aber die absolute Mehrheit verfehlt. Dieses Mal kommt ein neues Wahlrecht zur Anwendung, bei dem der stärksten Partei bis zu 50 Bonussitze zufallen. Daher hofft Mitsotakis nun auf eine klare, absolute Mehrheit.